Und bei unserer neuen Wohnung gibt's das Kinderzimmer kostenlos dazu. Dafür kriege ich von Mama und Papa bestimmt ein neues Fahrrad. Und ich auch. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 26. August. Wir beginnen unsere Sendung wie immer mit Neuigkeiten vom Tage. Wie wir bereits berichteten, wird am kommenden Montag die neue Oberschule in Hoyerswerda eröffnet. Nun gibt es allerdings neue Regelungen bezüglich der Zufahrt zur Oberschule. Mehr dazu und weitere Meldungen sehen Sie jetzt. Wie bereits berichtet wurde, wird am kommenden Montag die neue Oberschule der Stadt Hoyerswerda in der Klaus-von-Stauffenberg-Straße 40 eröffnet. Der Parkplatz der Oberschule ist über die Klaus-von-Stauffenberg-Straße im Wohngebiet aus Richtung Käthe-Niederkirchner-Straße erreichbar. Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule bringen, haben auch die Möglichkeit, am rechten Fahrbahnrand der zweistreifigen Richtungsfahrbahn der Klaus-von-Stauffenberg-Straße in Fahrtrichtung Klinikum zu halten. Der vorhandene Parkstreifen wird diesbezüglich verlängert, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ausbildungs- und Studienbörse der Agentur für Arbeit Cottbus findet dieses Jahr in der Alten Färberei in Guben statt. Das geht aus einer Mitteilung der Arbeitsagentur hervor. Am Samstag, den 12. September von 10 bis 13 Uhr präsentieren sich 14 Firmen und Institutionen aus der Region. Viele Unternehmen bringen ihre Auszubildenden mit, so können sich interessierte Schüler und Eltern aus erster Hand über die Ausbildungsplätze informieren. Außerdem bietet sich die Börse an, um passende Praktikumsplätze zu finden sowie kostenfreie Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Der Besuch der Ausbildungs- und Studienbehörde ist kostenfrei, aber eine Mund- und Nasenbedeckung ist für Besucher dennoch verpflichtend. Auch der Landkreis Spree-Neiße hat nach Cottbus und dem Oberspreewald-Lausitz-Kreis inzwischen für mehrere Städte und Ämter ein ganztägiges Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern verfügt. Betroffen sind unter anderem auch die Städte Spremberg und Drebkau, informiert Niederlausitz aktuell. Die wasserwirtschaftliche Situation hat sich durch anhaltende Trockenheit zunehmend verschärft. Die im oberen Spree-Einzugsgebiet liegenden Speicher konnten durch die wenigen regenreichen Wochen im vergangenen Herbst und Winter nicht ausreichend gefüllt werden, sodass in diesem Jahr nur etwa 30% der üblichen Wassermengen zur Niedrigwasseraufhöhung zur Verfügung standen, heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Volkshochschule Görlitz fängt am 31. August wieder ein neues Semester an. Die Corona-Pause wurde genutzt, um ein facettenreiches Programm zu erstellen, heißt es in einer Mitteilung. So können sich Interessierte in den zahlreichen Vorträgen, Workshops, Lesungen und Kursen zu den unterschiedlichsten Themen informieren und weiterbilden. Ab November startet beispielsweise der Kurs Starker Bauch, starker Rücken, in welchem sich speziell auf die richtige Körperhaltung und auf eine starke Rückenmuskulatur konzentriert wird. Doch neben vielen sportlichen Kursen fängt ab Mitte September auch ein neuer Literaturkurs mit amerikanischer Lektüre an. In diesem Programm wird vor allem die Kindheit und der Weg zum Erwachsenwerden thematisiert. Weitere Informationen zu den Kursen finden Sie online unter www.vhs-görlitz.de. Die beliebte Tour de OSL unter Leitung von Landrat Sigurd Heinze startet am Samstag um 9 Uhr am Sportplatz in Tetau. Sie führt in diesem Jahr durch den Süden des Landkreises. An den Zwischenstopps entlang der etwa 45 Kilometer langen Strecke erwarten die Radler Kultur, Kurzweil und ausreichend Gelegenheit für Ruhepausen. Zum Ausklang können sich alle Teilnehmer auf eine Tombola mit attraktiven Preisen freuen.
Zwei Elektrofahrräder zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Niederlausitz sind die Hauptgewinne. Auf der Internetseite www.osl-online.de können aktuelle Hinweise zur diesjährigen Tour nachgelesen werden. Werden Sie Lausitzwelle-Reporter? Wir waren bei einem wichtigen Ereignis nicht dabei? Kein Problem, berichten Sie doch einfach selbst. Schicken Sie einfach eine E-Mail an info@lausitzwelle.de mit den wichtigsten Informationen und ein Foto. Den Rest erledigen wir. In unserer Ausgabe des Gesundheitsmagazins gibt Apotheker Dr. Sten Gunnar Zeitz einige Informationen zum Thema zufällige Entdeckungen von Medikamenten. Speziell geht es um Botox, Penicillin und Viagra. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gesundheitsmagazins. Wie Sie wissen, stelle ich Ihnen ganz gern Medikamente vor oder auch Salben oder Cremes und versuche Ihnen ein bisschen was dazu zu erklären. Aber heute soll es mal um ein anderes Thema gehen, denn wie Sie vielleicht wissen, arbeiten ja ganz viele Firmen an ganz vielen Medikamenten aktuell, auch Corona und Ähnlichem, und versuchen natürlich immer was Neues zu entdecken. Aber es gibt und es gab in den letzten Jahrzehnten viele Entdeckungen, die total zufällig gekommen sind, wo man an ganz anderen Dingen geforscht hat und auf einmal hat man ein ganz tolles Medikament gefunden. Und das möchte ich Ihnen heute mal zeigen. Die Entdeckung vom Viagra. Bevor man ein neues Medikament auf den Markt bringen darf, müssen die Pharmaunternehmen sehr groß angelegte Studien abhalten. In diesen Studien werden ganz oft zwei Gruppen gebildet. Die eine bekommt das Medikament, was man erforschen möchte. Die andere Gruppe bekommt eine optisch gleich aussehende Pille, aber ohne Wirkstoff, nennt sich auch Placebo. Und beim Viagra hat man damals versucht, ein Herzmedikament zu entwickeln. Jetzt hat also die eine Gruppe das Medikament bekommen und man hat die Männer jeden Tag gefragt, Mensch, wie geht's denn Ihrem Herz? Geht's Ihnen denn besser? Und die Männer haben gesagt, naja, bei meinem Herz merke ich eigentlich nie so viel, aber ich bin ehrlich, ich habe eine Erektion, so hatte ich die noch nie gehabt in meinem Leben. Und da hat sich die Firma gedacht, Moment mal, das könnte doch ein Potenzmittel sein. Hat die Studie komplett umgeschrieben auf die Entdeckung jetzt nun eines Potenzmittels und Viagra war geboren. Der Knaller auf dem Potenzmittelmarkt. Ich habe hier mal eins mitgebracht, das ist das Sildenafil. Ist also nicht das Viagra, ist der Wirkstoff. Und dieser Wirkstoff, Sildenafil, hat, wie gesagt, die Potenzmittelbranche komplett revolutioniert. Totaler Zufall. Die Entdeckung des Antibiotikums. Also ich bin ehrlich, das Viagra war eine tolle Erfindung, hat auch vielen Männern und Frauen sehr viel Spaß gebracht. Aber es ist kein Vergleich zur großen Entdeckung des Penicillins. Denn das Penicillin hat Millionen von Menschen das Leben gerettet. Und ich habe hier mal eins mitgebracht. So ist ein Penicillin bei uns in der Apotheke erhältlich. Und stellen Sie sich jetzt mal das Jahr 1928 vor. Der Herr Fleming, der daran geforscht hat, sitzt in seinem kleinen Labor, hat eine Petrischale vor sich stehen. Und in dieser Petrischale hat er Bakterienkulturen aus Eiter, aus der Nase zum Beispiel, angereichert. Und er forscht nun seit ganz langer Zeit daran, wie er diese Eiterkulturen in der Petrischale bekämpfen kann. Und es ist, wie gesagt, dieser laue Abend und er hat einfach keine Lust mehr. Er sagt, ach komm, ich schaff's eh nicht. Er geht nach Hause und lässt einfach alles stehen. Er räumt heute mal nicht auf. Am nächsten Tag kommt er in sein Labor und plötzlich ist der kleine Eiter weg. Und was war gewesen? Er hatte nämlich aus Versehen das Fenster aufgelassen und von draußen sind Sporenpilze reingeflogen. Die haben sich draufgesetzt und haben diese Bakterien abgetötet. Und das hat er untersucht und er hat gemerkt, ups, die wirken ja antibiotisch. Und das war die Erfindung des Penicillins. Die Entdeckung vom Botox. Wir springen jetzt wieder von einer lebensnotwendigen Erfindung und Entdeckung zu einem, ja, wie möchte ich es nennen, Lifestyle-Produkt. Ganz viele Damen und Herren, vor allen Dingen in Los Angeles, in New York und wo auch immer, lassen sich Botox spritzen gegen ihre Falten. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das eine ganz lange Erfindung sein muss, wie man so ein tolles Medikament entwickeln kann, um dann die Falten zu bekämpfen. Es war aber ganz anders. Vor 200 Jahren haben Leute vergammelte Würste gegessen.
Und dies führte zu Lähmungserscheinungen, teilweise auch bis zum Tod. Und der Name Botulus, Botox Botulus, heißt so viel wie Wurst. Und man hat dann also festgestellt, dass in vergammelten Würsten ein Toxin sich freigesetzt hat, was zu diesen Ausfallerscheinungen und wie gesagt bis zum Tod geführt hat. Man hat das dann später extrahiert und gereinigt und am Anfang den Leuten, zum Beispiel die geschielt haben, in den Augenmuskel gespritzt, um dann das Auge wieder gerade zu stellen. Und viele Jahre später hat man gemerkt, aber wenn ich das direkt in die Falten spritze, dann kann der Mensch diese Falten nicht mehr bewegen, diese Muskulatur, und hat auf einmal ein glattes Gesicht. Und so ist aus einer vergammelten Bockwurst das Botox entstanden. Unser neues Sparangebot. Liebe Zuschauer, wir kennen uns ja jetzt alle schon ein bisschen besser über die letzten Monate. Und ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen jetzt hier was zeigen kann. Ich traue mich ehrlich gesagt kaum, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich zeige Ihnen heute meinen Sack. Und zwar den neuen Sparsack. Dieser Sparsack besteht aus einem ganz speziellen Non-Waven-Material. Bedeutet, er ist sehr stabil und sehr langlebig und umweltfreundlich. Sie können sich vorstellen, in unseren Apotheken gibt es jeden Tag sehr viele Kunden, die natürlich fast alle auch ein Tütchen von uns dann bekommen, um ihre Medikamente mit nach Hause zu nehmen. Und das ist natürlich für die Umwelt jetzt nicht optimal. Und so profitieren alle davon, nämlich wir müssen nicht mehr so viele Tüten abgeben. Sie als Kunde sparen sich bei uns mit diesem Sack noch einmal 5% zusätzlich zu ihrem eh schon rabattierten Preis, wenn sie eine Kundenkarte bei uns haben. Und die Umwelt spart sich natürlich den ganzen Beutelmüll, der irgendwo dann rumliegt. Für 2,95 Euro bekommen Sie diesen Sparsack, der ein Leben lang Ihr Begleiter sein kann. Ich würde mich freuen, kommen Sie vorbei und noch einen schönen Tag. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung haben wir gleich die aktuellen Polizeimeldungen für Sie. Doch zuvor gibt es noch einmal Nachrichten aus der Region. Das Bibelland in Oberlichtenau hat den Grundstein für eine weitere Attraktion gelegt. Anstelle einer einsturzgefährdeten Stützmauer entsteht derzeit ein sogenannter Tochnibrunnen. Er hat seinen Namen von einem zypriotischen Dorf, wo der Legende nach die heilige Helena auf der Suche nach Jesus Kreuz an einem Brunnen verweilte. Laut Bibelgärtner Mike Forster soll damit ein Beitrag zur Bildung über die Wassernutzung in der Antike geleistet werden. Außerdem könne der Brunnen wertvolle Anregungen in Zeiten zunehmender Trockenheit liefern. Weiterhin entsteht auf dem Areal ein sogenannter Jerusalem-Flüsterbogen. Gefördert wird das Projekt mit 60.000 Euro durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds. Künicht bekommt einen Kleinkinderspielplatz. Die Spielgeräte wurden bereits angeliefert und sind gegenwärtig beim Baubetriebshof zum Aufbau zwischengelagert, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Vorhaben im Hoyerswerda Ortsteil geht auf einen Vorschlag für den Bürgerhaushalt zurück. Zwei Standorte, Dorfplatz und Ringstraße, standen zur Auswahl und wurden kontrovers diskutiert. Deshalb sollte eine Umfrage entscheiden. Dazu wurden fast 500 Stimmzettel an die Künichter Haushalte geschickt. Gut die Hälfte kam zurück. Das Ergebnis ist eindeutig. Knapp 68% der Befragten favorisieren den Dorfplatz, heißt es aus dem Rathaus weiter. Die Stadt Zittau startet wieder zusammen mit der tschechischen Stadt Hradec nad Nisou ein Programm zur Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Zittau. Die Veranstaltung mit dem Namen Der Katzengarten richtet sich vor allem an Pädagogen, Erzieher und Interessierte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Schon im vergangenen Jahr haben die zwei Partnerstädte mit der Aktion Drogenzug eine interaktive Ausstellung geschaffen, welche die Geschichte von 4 Jugendlichen und deren tragischem Ende durch Drogen wiedergibt. Als Fortsetzung der Zusammenarbeit folgt in diesem Jahr ein Förderprojekt der Euroregion Neiße, welches die Stadt Zittau leitet. Geplant sind unterschiedliche Veranstaltungen, vor allem Workshops und Vorträge. Weitere Informationen finden Sie unter www.zittau-live.de. Landrat Bernd Lange hat am vergangenen Dienstag einen Kooperationsvertrag für das 5G-Konzept Waldwächter unterzeichnet, teilt das Landratsamt mit. Dieses Projekt wurde zusammen mit der BTU Cottbus-Senftenberg, der Hochschule Zittau-Görlitz, der Firma GGS Speyer
und der Exelonix aus Dresden erarbeitet. Weiterhin wurden Absichtserklärungen mit der Telekom Deutschland und Vodafone unterzeichnet, um die 5G-Versorgung im Projektgebiet, dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, sicherzustellen. Durch den Einsatz der 5G-Technologie wird es zukünftig möglich sein, Waldbrände bereits im Ansatz zu erkennen und zu bekämpfen. Ebenso kann Borkenkäferbefall erfasst werden. Neben stationären Bodensensoren und Wärmebildkameras kommen auch Drohnen zum Einsatz. Das Projekt wird nun dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vorgestellt, wird weiter mitgeteilt. Am Donnerstag um 10 Uhr wird das neue Kinderhaus in Kamenswiesa feierlich eröffnet. In das Projekt sind 4,5 Millionen Euro geflossen, teilt die Kamenzer Stadtverwaltung mit. Das Kinderhaus beherbergt künftig insgesamt 170 Stepkes. Es werden 100 vom Hort der Sophie-Scholl-Schule sowie 46 Kindergarten und 24 Krippenkinder in den Neubau einziehen, heißt es aus dem Kamenzer Rathaus weiter. Am Freitag gibt es dazu von der Lausitzwelle noch einen ausführlichen Bericht. Im Landkreis Bautzen startet eine Corona-Befragung. Das Landratsamt will erfahren, wie die Einwohner die vergangenen Monate erlebt haben und wie zufrieden sie mit der Arbeit des Gesundheitsamtes waren, erläutert Udo Witschers, der erste Beigeordnete. Ein mit der TU Dresden entwickelter Fragebogen wird an rund 1000 Bürger versendet, die an Corona erkrankt waren oder als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt wurden. Das Papier umfasst rund 16 Seiten und kommt per Post. Die Teilnahme ist freiwillig, die Auswertung anonym. Gefragt wird unter anderem nach dem persönlichen Gesundheitszustand vor und nach der überstandenen Erkrankung und zum Verlauf selbst. Erkundigt wird sich auch, welche Quellen für Informationen über Corona im Landkreis Bautzen genutzt wurden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Einschätzungen rund um die verordneten Quarantänen. Die Ergebnisse der Befragung sollen im November vorliegen, heißt es aus dem Landratsamt abschließend. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Gleich blicken wir auf ein geschichtliches Ereignis aus der Region. Danach haben wir noch die Wetterprognosen für die nächsten Tage für Sie. Doch zunächst haben wir jetzt, wie versprochen, Aktuelles aus dem Polizeibericht. Am Montagnachmittag ist ein 34-jähriger Marokkaner bei einem Ladendiebstahl an der Böhmischen Straße in Zittau gestellt worden. Er wurde von Mitarbeitern und Besuchern am Verlassen des Ladens gehindert. Die Couragierten hielten den renitenten Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Am Dienstagnachmittag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Mit einem Gewinnversprechen über mehrere tausend Euro haben Unbekannte versucht, einen 79-Jährigen in Bischheim zu betrügen. Der Senior hielt Montagmittag einen Anruf, mit dem Fremde ihn über den angeblichen Gewinn informierten. Er soll in einem Markt Steam-Karten im Wert von 500 Euro erwerben, um später die Gewinnauszahlung abschließen zu können. Die Kartennummern sollte er dann bei einem erneuten Anruf durchgeben. Das tat der clevere Senior allerdings nicht. Er alarmierte die Polizei. Sie ermittelt und warnt vor dieser Betrugsmasche. Bitte seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich beraten.
Am Dienstagmorgen ist es auf der S111 in Künitsch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-Jähriger hatte mit seinem Daimler Chrysler in Höhe des Abzweigs Neuschönbrunn zum Überholen angesetzt. Der Fahrer des Caddy vor ihm hatte dies nicht bemerkt und war im Begriff auszuscheren, um seinerseits ein vor ihm fahrendes Auto zu passieren. Beim Ausweichen kam der Chrysler ins Schleudern und stieß gegen den VW. Beide Fahrzeuge kamen dadurch im Straßengraben zum Liegen. Kameraden der Feuerwehr mussten die Insassen des VW befreien. Die Fahrer sowie Beifahrer beider Autos wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Bereits am Freitag, den 31. Juli, kurz vor 15 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der S122 in Vierkirchen. Ein blauer Ford war dabei, einen Honda und einen VW-Transporter zu überholen, als der ausscherte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Ford kam von der Fahrbahn ab. Der Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher soll es sich um ein weiß-graues Baufahrzeug von VW gehandelt haben. Besonders auffällig war eine rot-braun geschnürte Plane, die mit roter Farbe beschriftet war. Hinweise zum Geschehen, dem gesuchten VW-Transporter oder einer möglichen Firmenzugehörigkeit des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 6500 entgegen. Ein 68-jähriger Radfahrer wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Groß-Schönau schwer verletzt. Er war in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als ein Audi am rechten Fahrbahnrand losfuhr und ihn rammte. Die 31-jährige Fahrerin hatte den Radler offenbar übersehen. Der Mann musste mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In Kamenz ist am 26. August 2011 nach umfangreichen Restaurationsarbeiten die Sankt-Annen-Kirche wieder eröffnet worden. Gut eineinhalb Jahre wurde das Haus saniert, die Altäre wiederhergerichtet und das Sakralmuseum angelegt. Die ehemalige Klosterkirche entstand gegen Ende des 15. Jahrhunderts und gehörte zum Orden der Franziskanermönche. In der mehr als 500-jährigen Geschichte des Gotteshauses wurden bei zwei Bränden große Teile des Gebäudes zerstört. Erst 1994 erhielt die Kirche ein neues Gestühl, eine neue Kanzel und die Westempore. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Bei Tiefstwerten um 16 Grad wird es nachts wolkig sein. Am Donnerstag wechselnd bewölkt, zeitweise heiter, die Höchsttemperaturen sollen 22 Grad erreichen. Anfangs weht ein noch mäßiger bis frischer und starkböiger Wind, ab dem Nachmittag lässt er deutlich nach. Auch am Freitag wechselnd bewölkt, teils längere Aufheiterungen mit Höchsttemperaturen bis 24 Grad soll's geben. Am Samstag überwiegend unbeständiges Wetter mit kurzen freundlichen Phasen und vielen Wolken bei 22 Grad maximal. Das war die Drehscheibe vom Mittwoch. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage unter lausitzwelle.de. Wir sind dann morgen zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.